Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Die Säulen der Erde, Buch 2, Kapitel 13. Nein, ich muss Jonathan suchen. Okay. Oh, Ellen. Hat eine von euch beiden meinen Sohn gesehen? Ellen? Der sieht sich den Bärenkampf an. Aliena? Hm. Ich bin gekommen, um... Um was? Was ist los mit deinem Bruder? Ich habe keine Ahnung. Aliena, ich muss dich um deine Hand bitten. Als Ehefrau. Was? Bist du verrückt, Alfred? Was? Warum solltest du glauben, dass ich... Was ist los? Habt ihr das gehört? Was war das? Was zum Teufel war das? Was geschieht da? Ich dachte schon, dem Kleinen wäre was passiert, ey. Na, na. Ich bin hier. Ich hätte auf dich aufpassen müssen. Du wolltest bis ganz nach oben klettern, wie Alfred und Jack es machen. Komm mit. Wir gehen zusammen. Du und ich. Pferd? So, das ist sie also. William. Wer ist der Mann da? Ich bin der Graf von Shiring, Junge. Bleib bei mir, Jonathan. Ihr da! Während meine Männer euren Markt inspizieren, sagt mir... wo ist euer Heiliger? In der Krypta. Sprich lauter! In der Krypta! Ich hörte, euer Baumeister sei bei einem Unfall gestorben. Was? Ach so. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Eine Schande. Dies hätte eine große Kathedrale werden können. Jetzt mach den Weg frei! Jonathan! Na. Scheiße. Das ist das Ende. Sie brannten lichterloh. Mein Gott. Sie standen in Flammen. Wo sind die anderen? Sie werden sie umbringen. Aliena! Milius hat die Tür abgeschlossen. Von außen? Er ist noch dort draußen? Oh nein. Oh mein Gott, check. Verdammt! Paternoster. Milius hat sie abgeschlossen. Milius! Ich glaube, ich kann ihn draußen hören. Nein. Gib unseren Heiligen zurück, oder du fährst zur Hölle. Nein, du zuerst. Nein! Wir werden es nicht schaffen. Oh. Aliena ist doch da draußen! Ich weiß. Und Jonathan auch! Er muss Jonathan finden. Oh nein! Das Tor ist auch verschlossen! Aliena ist dort! Die Angreifer auch! Wenn wir hier lang gehen, werden sie uns vielleicht nicht sehen! Ihr habt recht. Amen.
Aber es ist abgeschlossen. Wer hat die Scheiße eigentlich abgeschlossen? Ich muss erstmal gucken, ob ich hier jetzt noch was finden kann. Als erstes stecken sie die Paktstände an. Fiat Voluntastur. Pfeile! Sie schießen Pfeile in den Kreuzgang! Alle bleiben von den Fenstern weg! Et dimite nobis divita nostra. Es war der Graf! Ich hab ihn gesehen! Ja! Was habt ihr getan? Was? Der Graf würde so etwas nicht ohne Grund tun. Ja, genau. Was habt ihr getan? Komm, wir müssen den Verwundeten draußen helfen. Nein, ich kann da nicht raus. Wir müssen! Du weißt nicht, wie es da aussieht. Mein Gott, ich hab's gesehen. Bruder Anton, bete mit unseren Brüdern. Ich werde darauf achten, dass keiner geht. Ich muss rausgehen und Jonathan helfen. Das liegt nicht in unserer Macht. Nur Gott kann ihm jetzt helfen. Amen. Und betet. Pater Noster, qui es in coelis. Ach, da kann ich dort raus. Möge Gott uns gnädig sein. Dieser Pisser, ehrlich, ey. Andrew, ich flehe. Andere sind doch draußen. Bete für sie. Mehr können wir nicht tun. Fiat voluntas tua, sie tut. Ja, ist ja gut. Ist ja nicht schlimm. Wir können ja anders hier raus. Et dimite nobis divita nostra. Jack! Jack! Nein! Ich lasse ihn nicht zurück! Mary? Wer ist denn nochmal Mary gewesen? Ellen, ach sie, ach die Arbeiterin, genau. Martha, Remigius und Ellen, okay. Oh, komm, Mary, bitte. Wir müssen ihn hier lassen. Nein, ich muss ihm helfen, Peter. Wir können sie nicht hier lassen. Die Worte der Bibel werden sie beruhigen. Schau doch ihren Mann an. Schau sie an. Deine Worte bewirken gar nichts. Ich werde nicht zulassen, dass du sie vergiftest, Weib. Könnte man nicht aufhören, sich Dieses zu streiten? Dieses Kraut wird ihren Schmerz lindern. Ich weiß es. Du wirst dein Teufelswerk nicht an ihr verrichten. Was geht hier vor? Schaut euch die arme Frau an. Ihr Mann ist in ihren Armen gestorben. Euer Subprior will mich ihr nicht helfen lassen. Ihr Kräuterzeug ist Teufelswerk. Wir müssen sie von ihr wegbringen. William und seine Männer werden bald hier sein. Ich weiß es. Du hast recht. Wir müssen uns beeilen. Philipp, ich hab's dir gesagt. Die Frau ist eine Hexe. Hm. Ihr seid ein Narr. Das ist Bilsenkraut. Bilsenkraut? Das Teufelsauge. Du gibst also zu, dass du diese arme Frau vergiften wolltest. Oh, macht das böse Auge der Blume dir etwa Angst, du alter Bock? Beruhigt euch. Das gilt für alle. Also gut, Prior Philipp. Nehmt das hier. Es wird ihr Gemüt beruhigen, wenn sie es kaut. Tut einmal das Richtige. Ja, machen wir auch. Ich glaube, Ellen. Prior James hatte recht, was dich betrifft. Prior James? Ach, du hast keine Ahnung, was für ein Mann Prior James war. Du bist ein Narr.
Bist du sicher, dass ihr das nicht schaden wird? Ja. Nein! Wir züchten auch Kräuter Remigius. Können wir uns ein bisschen beeilen, Leute? Dann tu's. Ich halte sie fest. Wir sind hier mitten auf dem Schlachtfeld. Es wirkt. Das sagte ich doch. Vielleicht habe ich mich in euch geirrt, Philipp. Wie konntest du das tun? Ach, verpiss dich. Sie kommen. Wir müssen hier weg. Sofort. Die Ellen gefällt mir. Die ist gut. Warum sollte der Graf von Sharon so etwas tun? Sei still, oder sie bringen uns alle um. Sie kommen. Sei still, bitte. Seht ihn an. Er ist ziemlich weit gekommen. Da war irgendjemand bei ihm. Hugh hat recht. Sie müssen in der Nähe sein. Wir sollten uns beeilen. Wir haben erreicht, was wir wollten. Noch nicht. Walter, warum das grimmige Gesicht? Wir hätten das nicht tun müssen. Wir sind wegen des Heiligen hier. Sie alle verdienen es, genau wie dieser Bastard. Kingsbridge hat uns zum letzten Mal getrotzt. Der Mönch, die Hure und der Bastard, der es mit ihr treibt. Los, bewegt euch. Ihm nach. Aber William sagte... Ich sagte ihm nach. Der Mönch, die Hure und der Bastard, der es mit ihr treibt. Okay, also... Wissen Sie von... Der weiß schon mal von mein Jack? Mein kleiner Jack. Alles in Ordnung. Hast du Aljena gesehen? Sie war auf dem Markt. Ich hörte, wie William ihren Namen rief. Komm, Jack. Wir müssen sie und Jonathan finden. Ich bin vollkommen dabei. Aljena sehe ich jetzt schon. Und Jonathan war zuletzt in der Kirche. Wow. Bei Gott. Nein. Aljena. Aljena! Jonathan! Er hat mir wieder alles genommen. Aljena! Was du auch tust, wohin du auch gehst, ich werde dich finden. Jedes Mal, wenn du denkst, du wärst sicher. Jedes Mal, wenn du Familie spielst. Ich werde dich finden. Und ich werde dich zerquetschen. Und jetzt... Tötet sie alle! Wie kann ein Mensch nur so sie zuzusehen. Eine Wut in sich haben? Das ist sehr... Der projiziert ja seinen ganzen Hass auf, den er gegen sie hat, auf andere. Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen, bei Jesus Christus und allen Heiligen, dass ich für meinen Bruder Richard Sorge tragen werde, bis er seinen Schwur erfüllt hat. Kannst du mich hören? Jack, es ist alles weg. Ich kann Richard so nicht helfen. Was soll ich jetzt machen? Tom! Du lebst. Gott sei Dank. Das hätte mich jetzt auch gewundert. Am nächsten Tag. Wir müssen den Bischof um Hilfe bitten. Ach, der Bischof.
Den Bischof? Bist du verrückt? Ich habe gehört, er steckt hinter allem. Wie können wir jetzt noch in Kingsbridge leben? Wird die Kathedrale weitergebaut? Nicht ohne den Markt. Ohne ihn gibt es keine Arbeit mehr für uns. Bitte! Der Prior wird alle eure Fragen beantworten. Philipp, sie warten auf dich. Hä? Ja. Können wir in Kingsbridge bleiben? Oder müssen wir wegziehen? Zu viele Menschen wurden getötet. Viele wurden verletzt. Unter den Verletzten war unser Baumeister Tom. Er hat unseren kleinen Jonathan geschützt. Es wird einige Zeit brauchen, aber er wird sicher wieder gesund. Gott sei Dank. Tom lebt. Zwei unserer Brüder sind gestorben. Bruder Arnold. Jack, hast du ihn vergraben? Hat er. Er steht da. Also er stand da. Und Bruder Milius. Milius. Er wird jetzt an Cuthberts Seite ruhen. Und 8 weitere Menschen sind tot. Wird man den Grafen von Shiring zur Rechenschaft ziehen? Das muss sein! Ja, unbedingt! Was ist mit St. Adolphus? Wo ist der Heilige? Adolphus wird uns beschützen. Es wäre besser, wenn du ihre Fragen beantwortest. Bitte sag uns, was wir tun sollen. Dieser Überfall... Soll ich für dich fortfahren, Vater? Nein. Dieser Überfall war eine große Tragödie. Ich verstehe nicht, wieso jemand uns so etwas antun konnte. Es ist nicht zu begreifen, wie diese Männer einfach... Du hast dich gegen den Grafen von Shiring gestellt! Er sagte, ihr hättet euch ihm widersetzt. Philipp war im Recht. Wir hatten eine Marktgenehmigung. Unser Prior war im Recht. Aber wir wissen alle, was für ein Mensch William Hamley ist. Widerstand wird nur zu mehr Leid führen. Ich stimme dir zu. Ihr hättet vorsichtiger sein sollen. Wir dürfen nie wieder einen Markt abhalten. Nein. Nein, das dürfen wir nicht. Wird St. Adolphus uns beschützen? Er wurde gestohlen! Ist das wahr? Der Heilige wurde gestohlen? Mussten sie alle für den Markt sterben? Geht es ihm nicht gut? Er sieht blass aus. Die Gerüchte, die ihr gehört habt, sind wahr. Die Gebeine des heiligen Adolphus wurden hier aus der Krypta geraubt. Wir sind verloren. Der Heilige ist fort. William Hamley hat ihn geraubt. Aber warum? Bruder Milius starb, um den Heiligen zu schützen. Ich hab's gesehen. Bitte sag es uns. Sag uns, was mit uns geschehen wird. Bruder Andrew kümmert sich um die Reparaturen. Und wir werden mit dem Bau unserer Kathedrale fortfahren können. Tom Builders Sohn Alfred wird das Amt des Kathedralenbaumeisters übernehmen. Aber es wird länger dauern. Denn
Wir werden keinen Markt mehr abhalten. Und ich freue mich, einen neuen Novizen zu begrüßen. Was? Die meisten von uns kennen ihn. Daher bin ich sicher, dass wir uns alle freuen, ihn in unserer Priorei willkommen zu heißen. Was? Jack. Ich habe dem nie zugestimmt. Wie es Toms Wunsch war. Warum antwortet er nicht? Bitte antwortet! Ich lasse es mal. Diese Menschen verdienen eine Antwort. Ich lasse es nochmal weggehen, verdiene eine Antwort, aber von ihm oder... Ich mach nochmal hier, pass auf. Warum sagt er nichts? Wie geht es jetzt weiter? Warum tut Gott uns das an? Antworte ihnen. Nein. Ich kann euch keine Zuversicht geben. Die Geschichten, wie Gott den Glauben der Menschen geprüft hat. Ich sehe nun, wie wahr sie sind. Ich glaube, ihr seht es auch. Ich frage mich selbst, wo ist Gott? Warum lässt der Herr all dies zu? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Antwort. Eines Tages sagte Gott zu Satan, sieh dir diesen Hiob an. Das ist ein guter Mensch, wenn es je einen gab. Also sprach Satan, du hast ihm alles gegeben. Deshalb ist er ein guter Mensch. Aber Gott sprach, selbst wenn er alles verlieren sollte, was er hat, würde dies seinen Glauben nicht erschüttern. Und ich werde es dir beweisen. Bruder Philipp ist gebrochen. Mutter hat sich seit Tagen nicht von seiner Seite bewegt. Er wird Zeit brauchen, um zu genesen. Du weißt, dies war nicht das erste Mal, dass sie ihn umbringen wollten. Wenn wir den Mönch in Schwarz damals nicht verscheucht hätten, wäre Tom sicher nicht mehr unter uns. Hat man je herausgefunden, wer er war? Ich habe keine Ahnung. Es war Bischof Wallerans Diener. Was? Walleran. Ihr werdet dafür in der Hölle brennen. Was? Ich habe euren größten Feind bezwungen. Es war eine heilige Mission. Das zu entscheiden ist nicht eure Sache. Selbst euer Vater wäre nicht so dumm gewesen. Ich bin nicht mein Vater. Sie haben euch gesehen. Sie wissen, dass der Graf von Shiring ein Mörder ist. Was, wenn meine Verbündeten in Kingsbridge verletzt wurden? Was dann? Sprecht mich von meinen Sünden los. Nur wenn ihr wieder eure Treue zu König Stefan verkündet. Nein, Stefan hat verloren. Er ist schwach. Bischof Henry wird nicht billigen, wenn ich einem Anhänger von Mathilde die Absolution erteile. Seid ihr ein Mann der Kirche oder nicht? Das bin ich. Dann tut, was ich euch sage. Und widersetzt euch mir nie wieder. Habt ihr das verstanden? Ja, Herr Bischof. Ich sag doch, der kann ihn formen, wie er gerne möchte. So, das war Kapitel 13. Was haben wir getan? Du warst unentschlossen, ob Jack Novize werden sollte. Ich will nicht, dass der Novize wird. Tom ist verletzt, aber er lebt. William hat ihn nicht getötet. Es hätte also passieren können. Okay. Dank Ellen dachte William, dass Tom bereits ermordet wurde. Du hast Mary mit Ellens Kräutern statt mit einem Bibelwort beruhigt. Oh, Milius und viele andere starben beim Angriff auf Kingsbridge. Und nun kommen wir zu Kapitel 14.
Abschied. 5 Tage später. Oh, wir spielen Aljena wieder. Eines Tages werden wir Ihnen alles über uns erzählen, Ellie. Allen. Vielleicht hätten wir es allen sagen sollen. Vielleicht hätten wir es allen sagen sollen, solange wir es noch konnten. Vielleicht hätte es dann einen Weg für uns beide gegeben. Sie ist doch bestimmt schon schwanger. Mit Sicherheit. Seht ihr, dass ich noch ein bisschen was von dem Buch wusste? Jack. Ich habe ja gesagt, dass die beiden, aus den beiden was wird. Was macht er da drin? Jack! Der ist echt Mönch geworden, ich glaub's ja wohl nicht. Warum? Oh, Jack. Wenigstens habe ich noch mein Haar. Wie sollen wir denn jetzt weitermachen? Wie wir wollen. Was ist das? Ich hab dir ja gesagt, ich habe eine Überraschung für dich. Erinnerst du dich? Das hier ist sie. Was soll das sein? Es ist der erste Entwurf für eine Walkmühle. Sie walkt das Tuch von allein und wird vom Wasserrad angetrieben. Ja. Wie findest du sie? Jetzt kannst du noch mehr Stoff verkaufen. Nicht nur Wolle. Wie du es wolltest. Es ist eine fantastische Erfindung. Es ist, was ich immer wollte. Warum siehst du denn so traurig aus? William Hamley. Wir gehen irgendwo anders hin, wo er uns nicht findet. Er wird mich finden, egal wo ich bin. Du kannst nicht einfach aufgeben. Ich gebe nicht auf. Und ich laufe auch nicht weg. Und weil ich nicht weglaufe, gibt es etwas, das ich dir sagen muss. Es ist nichts, was ich tun will. Es ist etwas, was ich tun muss. Ich werde heiraten, um Richard zu unterstützen. Wir können uns nicht mehr treffen, nicht so. Ich wünschte, die Dinge wären anders und ich liebe dich wirklich. Ich liebe dich wirklich. Jack, ich... Was ist? Ich werde heiraten, wir können uns nicht mehr treffen. Ich wünsche dir, wir können es nicht mehr treffen, nicht so? Wir können uns nicht mehr treffen. Nicht so. Warum? Ich wünschte, Dinge wären anders. Ich wünschte, die Dinge wären anders. Ich wünschte, die Dinge wären anders. Welche Dinge? Ich werde heiraten, um Richard zu unterstützen. Und wen? Das ist nicht wichtig. William wird alles niederbrennen, was ich aufbaue. Ich kann nichts anderes tun. Ich habe keine Wahl.
Mein Ehemann wird für Richards Kosten aufkommen. Es ist der einzige Weg, wie mein Bruder unser Volk schützen kann. Ich werde dich heiraten. Oh. Sag ihm, was du wirklich empfindest. Verbirg deine Gefühle, um es leichter zu machen. Sag ihm, was du wirklich empfindest. Ich liebe dich, Jack. Ich werde dich immer lieben. Aber sieh dich an. Du bist ein guter Mann, Jack. Aber Mönche heiraten nicht. Dann höre ich eben auf, Mönch zu sein. Und was dann? Ich weiß es nicht. Es ist nicht deine Schuld. Wenn ich Geld hätte, könnte ich dich unterstützen. Sag das nicht. Es gibt nur einen einzigen, der schuld ist. Wer ist es? Was? Wen wirst du heiraten? Alfred! Oh mein Gott! Nein, scheiße! Und dann... Mann! Oh, fuck, ey, no! Ich... Oh! Okay. Es ist wichtig, dass sie ihm das sagt. Er wird es ja so oder so herausfinden. Also, ne? Alles andere wäre nur... gelogen? Festes Einkommen von den Häusern, die er in Shiring und Winchester baut. Und er ist jetzt Baumeister. Was? Oh Gott. No. Lieber Francis, du hast mich einmal gefragt, ob ich oft an unsere Eltern denke. Das tue ich. Und ich denke oft an den Tag, als sie getötet wurden und wie Abt Peter uns aufnahm. Peter hat uns aufgezogen und uns Gottes Liebe gelehrt. Wir sind in der Sicherheit seines Klosters aufgewachsen. Erst jetzt ist mir klar geworden, dass außerhalb des Klosters das Töten weitergegangen ist. An jedem einzelnen Tag. Ich glaube, wenn es einen Gott gäbe, würde er all den Schmerz und das Blutvergießen nicht zulassen. Vor ein paar Tagen haben William Hamley und seine Männer uns überfallen. Sie haben viele von uns getötet. Melius ist tot. Erst glaubte ich hätte den Teufel nach Kingsbridge gebracht, denn ich hatte ihn in Lincoln gesehen. In den letzten Nächten habe ich nicht geschlafen. Ich hatte Angst, dass ich in meinen Träumen vor ihm fliehen würde. In blindem Entsetzen. Zum Fluss. Und ertrinken. Wie Prior James. Aber ich weiß, dass das nicht das Werk des Teufels ist, sondern Menschenwerk. Aber wo ist dann Gott? Ich bekehre ihn hier gerade. Das meiste, was Abt Peter uns lehrte, war falsch. Wo ist der liebende Gott, der uns beschützt? Aber in einer Sache hatte er absolut recht. Denn er lehrte uns das Leben in Abgeschiedenheit. Fern von Sünde und Begierden. Fern von der Welt, wo die Menschen einander bekriegen. Ich weiß, ich habe dir die Schuld daran gegeben, was unser Appell an Bischof Walleran bewirkt hat. Das tue ich nicht mehr. Die Schuld liegt bei der Kirche und Bischof Walleran, weil die Kirche selbst an dem Blutvergießen beteiligt ist.
Wie Peter gelehrt hat, werde ich die Abgeschiedenheit suchen. Die Antworten, die ich suche, sind nicht da draußen. Vielleicht finde ich sie hier drin. Leg das weg! Hör sofort auf damit! Nein, Jack! Oh. Was? Nein! Leute, ich muss Schluss machen! Jack! Jack, nein, das darfst du nicht! Runter von mir, du Idiot! Nein! Man kann's nachvollziehen. Man kann's nachvollziehen. Schafft ihn fort. Sperrt ihn ein. Man kann's nachvollziehen. Sorry, ich kann's absolut nachvollziehen. Zelle der Priorei. So. Meine Lieben, ich muss jetzt Schluss machen. Und... oh, es ist schon wieder so viel passiert. Wir sind am letzten Kapitel vom Buch 2. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Tschüssi, bis zum nächsten Mal.